weil das jetzt alles standardmäßig gesehen nicht wirklich so ist, wie wir es sonst immer machen. Dass wir quasi einen LKW bekommen, der genug Sprit für die Lieferung hat. Nee, nee, das ist nicht mehr. Jetzt heißt es knallhart aufpassen. Man sollte auch zum Beispiel schlafen, bevor man einen neuen Antrag annimmt. Das ist ziemlich wichtig. Ich könnte hier doch schon viel schneller fahren, ne? Ich sollte mal beschleunigen. Wieso blinke ich hier? Ich verstehe es nicht. Wieso schreien draußen Leute rum? Ich verstehe es nicht. Schon geile Hänger, oder? Doch, muss man schon sagen. Jo. Ja, wir können diesmal sogar... Ihr könnt es kaum glauben, wir haben diesmal richtig viel... die Möglichkeit, auf der rechten Spur zu bleiben. Richtig, weil wir jetzt selber eine langsame, kriechende Schnecke sind. So, Conno, willst du mal ein bisschen was erzählen, was für Mods wir so haben? Vielleicht interessiert das ja den anderen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gemerkt. Oh, 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 oh. Er ist mir drauf gefahren. Ich habe geblinkt, ich musste rüber, weil hier die Ausfahrt ist und ich muss natürlich auf der Spur bleiben. Also ich muss auf der Autobahn bleiben. Und er ist so angerast gekommen mit 100 Stundenkilometer, weil wir einfach so langsam sind, dass er mir hinten reingefahren ist. Ja, wir sind an sich so schnell. Würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich nie so früh einen eigenen Truck habe. Nur damit ihr das mal wisst. Ja, könnt ihr das jetzt relativ gut nachvollziehen. Wieso ist die Lenkempfindlichkeit wieder so krass? Ich habe doch gar nichts umgestellt. Hm. Komisch, komisch. Vielleicht liegt es am Fahrzeug. Vielleicht liegt es am Fahrzeug. Das Fahrzeug ist zu gut. Ebenfalls sollte, man kann ja, wieso meine Scheibenwischer aus? Dankeschön. Man kann ja gerade mal ein bisschen erzählen, dass ich Probleme habe, irgendwie einer meiner Spiele aufzunehmen, die ja als einer der Standardprojekte auf dem Kanal markiert sind. Oh, da seht ihr ja schon einen der Mods. Geile Karre. Feier ich übelst, eine weitere neue Karre. Super, genau, ja. Denn wir haben einen Mod, womit die ganzen Vehicles, alias PKWs, die ganzen Standardfahrzeuge sich ändern. Ja, da sind jetzt wie viel drin? 82 neue? Und die alten sind. Oh, schaut mal, was da kommt. Oh, Baby. Alter Schwede. Eine Augenweide. Na, hübsches Ding. Wo willst du denn hin? Ich folge dir. Auf Schritt und Tritt. Also, wir haben jetzt hier abgefahrene Sportwagen, wie ihr gerade seht, vor unserer Nase. Wir haben Limos. Ja, Mercedes, McLaren ist am Start. BMWs, ich weiß nicht, was noch alles. Also, die Trailer sind gerade neu und auch viele Fahrzeuge sind neu. Ich glaube, 82 neue. Dazu haben wir... Boah, Alter, was ist das denn? Sieht aus wie hier das, die Karre aus Zurück in der Zukunft. In die Zukunft, Alter. Das kann natürlich sein. Sah wirklich so aus. Da ihr seht, Oldschool haben wir auch. Alles am Start, ne? Alles am Start. Was das Herz begehrt. Was gibt's noch für einen Mod? Wie gesagt, der Motormod, damit wir einfach ein bisschen mehr PS haben unter der Haube. Es gibt sogar verschiedene, also macht euch da mal keine Sorgen. Und wie ich die ganze Zeit auf der mittleren Spur fahre, einfach aus Gewohnheitssache. Durch die ganzen anderen Parts. Naja, wir sind ja immer noch ein kleines bisschen schneller als die anderen, von daher passt das Ganze. Ne, also Motormod, es gibt stärkere Motoren, ja, vielleicht auch welche, die übertrieben sind, das werde ich testen, aber es gibt auch generell eine Vielfalt an guten Motoren. Also man hat zum Beispiel, ich glaube, drei Motoren, die irgendwo um die 800 PS rumgurken, ne, oder man hat viel mehr Auswahl im 700er PS-Bereich, 900er gibt es auch noch, was denke ich auch noch okay ist. Das Einzige, was mich an dem Mod stört, ist der Sprung von 900 PS auf 1200. Der ist ein bisschen, wie ich finde, groß. Also man springt dann quasi instant 300 PS rauf. Und ich weiß nicht genau, wie der 1200er PS-Motor starke Motor... Lol. Alter, was glaube ich für ein Müll? Ich weiß nicht, wie übertrieben der ist. Wenn der natürlich zu übertrieben ist, werden wir den nicht nehmen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall mal antesten. Ja. Weil ich der Meinung bin, da ist übrigens ein geiler Porsche auf der rechten Seite. Sag mit Spoiler. Nice. Ich hoffe einfach mal, dass 1200 PS okay sind. Ich habe nichts gegen starke Beschleunigung. Solange es halt nicht übertrieben ist und wir 200 Sachen schaffen. Das wäre ein bisschen, naja. Das wäre da nicht so toll.
Zudem kriegen wir auch, glaube ich, wir haben jetzt einen 300er PS starken Motor, das heißt, wir müssten eigentlich einen 500er bekommen, oder? Ich glaube, 500er gab es auch viele, 500-600er PS Motoren, aber... Ja, das stimmt. Bin ich mir nicht so sicher. Also ihr merkt, mit jedem Level-Up lohnt es sich quasi, beim Händler vorbeizuschauen, also nicht beim Händler, ja, sondern in deren Werkstatt. Die ist ja immer komischerweise neben den Händlern. Eher mit jedem zweiten. Ja, genau. Ja. Ja, wenn man es jetzt genau nimmt, so mit jedem zweiten Level lohnt es sich da mal reinzuschauen und ja, seinen Motor zu frisieren. Und der gute Frank hat schon was eingenommen. Das freut uns natürlich. Ah, hat sich schon gelohnt. Tatsache ist ja, dass wir den größten Anteil am Kredit abzahlen. Wir sind auch derjenige, der momentan noch die meisten Kohlen reinbringt. Ah, ohne uns geht da quasi gar nichts. Und ein Puffer von 71.000 Euro zu haben für eine Firma ist doch relativ okay für den Anfang. So, und ihr könnt dann an sich einfach die neuen Fahrzeuge begutachten, ja, den Mod genießen. Oder ihn halt nicht genießen. Das kommt drauf an, ob ihr ihn mögt oder nicht. Ich denke, dass die neuen Fahrzeuge relativ cool sind. Und der letzte Mod, den wir noch drin hätten, den habe ich gar nicht erwähnt, das sind diese verschiedenen Polizeifahrzeuge, ne, Conno? Da gab es auch noch was. Ja. Richtig. Das sind eigentlich so die Mods, die wir momentan nutzen, ne? Trailer, sprich alias Anhänger, anders da, Innenraum für McLaren, für zwei bestimmte McLaren. Wie ihr seht, einmal modern alt, einmal modern neu. Das sieht dann noch geiler aus, um ehrlich zu sein. Da freue ich mich schon drauf, den auf jeden Fall zu kaufen. Werde ich aber vorher abspeichern, wenn ich genug Geld und genug Level habe, um den richtigen Mercedes mir zu schnappen. Weil, wie gesagt, anhand des Titels erkenne ich nicht, welchen McLaren ich kaufen soll. Ich hätte auch ganz ehrlich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich diesen McLaren hier kaufen muss, damit die Innenausstattung einfach funktioniert. Okay, ich stand zwar dran 2009er Version, aber das war auch alles. Also ziemlich ungenau, was das angeht. Könnte man auch ein bisschen genauer, meiner Meinung nach, hinbekommen. Aufgrund des Titels. Hier bleibt ja alle mal schön stehen. Ach du Schande, ich darf es ja nicht vergessen. Ich denke schon die ganze Zeit, wir fahren, wir kommen schon an. Wir haben ja Fernfahrten geskillt, das heißt, es kann passieren, dass wir natürlich schlafen und tanken müssen. Ups. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Als wenn mich als du auf der Autobahn warst, hattest du noch 10 Stunden. Okay, dann werden wir auf jeden Fall schlafen müssen. Und tanken, denke ich, wir müssten sogar noch nicht mehr tanken, aber wir würden mit, ich glaube, 30 Litern, wenn ich das gerade richtig sehe, ankommen. Also wir hätten 30 Liter Rest. Also wir müssen definitiv tanken, aber jetzt noch nicht, unser Tank ist nicht mal halb leer. Oder halb voll, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall haben wir noch ziemlich viel Luft nach oben. Und ja, wie gesagt, das können sich jetzt viele, nice Wagen, das ist so geil an dem Mod, das können sich jetzt viele beschweren, dass wir hier so langsam rumgurken, aber das ist halt leider dieser Nachteil, wenn man halt relativ früh sich einen eigenen LKW kauft, sind die relativ schwach, ne? Man hat halt nicht so viel Geld, man hat nicht die genügend Level, deswegen lohnt es sich immer, wenn ihr eher so auf Erfolg aus seid in ETS 2, dann spielt wirklich so bis 200.000-300.000 Euro, und levelt ruhig bis Level 14, 15, vielleicht sogar 16. Habt ihr gesehen, dann könnt ihr auch den besten Mercedes schon beim Händler kaufen. Dann habt ihr halt gleich so eine 500, 600 PS starke Kiste. Ich glaube 500 ist Standard. Aber motortechnisch kriegt ihr dann auf Level 20 den 700er PS Motor, also den stärksten, den es gibt. Eine Chrono war doch so, 700er PS Motoren sind die stärksten, ne? Ohne Mod jetzt so gesehen. 750 war das stärkste. Ja. Und ihr müsst halt, wie gesagt, ziemlich krass nehmen. Es gibt übrigens noch einen Mod, womit wir die Büsse ändern können. Ja, dann habt ihr quasi noch andere Designs für die Büsse mit Werbeplakaten. Bin ich im Überlegen, ob ich mir den noch runterlade, weil der müsste eigentlich funktionieren. Der dürfte... Jack Daniels, Alter. Beste. Nice, ne? Erstmal beste Titel für die Folge. Ja. Erstmal an Jack Daniels vorbei. Oder irgendwas in der Art, ich weiß nicht. Irgendwas muss uns da einfallen, Chrono. Das ist deine Aufgabe. Bin ich aktuell jetzt damit betraut. Nee, aber wie gesagt, das sollte eigentlich passen mit den Bussen. Dass wir da auch noch ein bisschen Abwechslung haben. Und dann gab es noch Kartenmods, ne? Conno, kannst du erzählen, ne? Sieht nicht so gut aus, ne? Mit Kartenmods. Die sind aktuell nicht so dolle.
Oder generell, es ist ein Risiko, sich sie runterzuladen und auszuprobieren. Ja, kann man wohl so sagen. Ja. Das Problem ist halt, dass viele dieser Kartenmods mit dem aktuellen ADD-On oder zumindest mit dem ADD-On angepasst wurden. Mit dem neuen. Und da ist wohl mit einer der nicht wirklich größten Probleme, sondern es ist einfach ziemlich riskant, den zu installieren. Gerade jetzt auch mit den Mods, die wir gerade drauf haben, die hätte man dann eigentlich nachträglich draufhauen müssen. Ja, es gibt diese russische Map, die scheint mir aber nicht so ganz geheuer, weil es irgendwie Offroad-Parts gibt, wo ich mir denke, das ist für ein LKW eigentlich überhaupt nicht gemacht. Ne? Da wird die Lieferung anders da ankommen, da wird auf jeden Fall kein Truck fahren. Die Idee ist zwar nett, aber irgendwie ergibt mir das keinen Sinn. Ich habe auch ein Video geguckt, der googelt da rum und kommt da kaum voran. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, einfach so lala. Dann gibt es natürlich mit einer der größten Map-Mods. Da musst du dich aktuell auf der Homepage registrieren, was ich auch ziemlich dämlich finde. Das war früher besser, da haben die einfach so im offiziellen ETS2-Forum bereitgestellt. Jetzt haben die ihre eigene Homepage. Ist zwar mit einer der größten und besten Map-Mods, klar, definitiv, da kann man nichts gegen sagen. Aber dass man dann jetzt so pimmelig ist und dann sich irgendwie abcuttet, nenne ich es mal, und so sein eigenes Ding da dreht, nee, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Da hätte man einfach die ganz normalen Mod-Seiten nutzen können, weiterhin. Nimmt einfach ein bisschen den Spaß, dass ich mich wieder registrieren muss, um wieder irgendwas spielen zu dürfen. Nee. Und auch da war es nicht sicher, ob es ohne den neuen ADD-On funktioniert. Was auch ziemlich ärgerlich ist. Ja, der Frank, der geht richtig ab, ey. Aber der holt ja auch. Ich meine, der macht ja momentan noch kleine Touren, ne? Wir fahren ja eine Riesentour. Weinen also unseren LKW erstmal so richtig ein. Und was wir auch nicht vergessen dürften, das vergessen viele, bin ich zumindest der Meinung, der gute Frank, sein LKW muss ja auch noch geupgradet werden, ne? Das hätte ich zum Beispiel jetzt eigentlich auch machen können. Dann wäre er auch ein Ticken schneller. Alter, was fahren denn hier für geile Affen, krasse Retro-Karren rum? Was denn das für ein Mod-Krono? Was hat denn da gemacht? Ich fange mal die Kisten an. Ist das ein Porsche gewesen? Nee, das war ein Nissan. Nissan Z. Noch irgendwas. Ja klar. Ist ja nicht so, dass du auf dem Gelände fahren könntest, ne? Erstmal Geländewagen an einem vorbeidüsen. Auf der linken Spur natürlich. Aber wir sind so langsam. Meh. Ja, langsam kann man das ja nicht wirklich nennen. Ich bin langsam, ich fahre 83 Stundenkilometer. Ja, du darfst 80 fahren. Ja, ich bin ziemlich verwöhnt. Wir hatten beim Mod-Test bin ich ja wieder den Volvo gefahren, ne? War das der Volvo? War der Volvo, ne? Ja. Da bin ich mit 138 Sachen durch die Autobahn gedüst, Leute. Aha, nice. Und das ohne die Motormod. Also das war der Standardmod. Ne? Da haben wir ein bisschen getestet, ob der Mod so läuft, ob wir die Fahrzeuge sehen, die Trailer sehen. Es gibt nämlich übrigens, für die, die es nicht wissen, ich zeige euch das mal hier, das ist hier gerade unsere Karre. Und es gibt an sich Skins für euer Führerhaus, also für eure Zugmaschine. Und das und dann auch einen passenden Hänger. Und das Problem war irgendwie, dass die Hänger, also quasi die Trailer, ne, da haben wir dann, was war das? Gigabyte, ne, Conno? Gigabyte, ja. die Firma, ne, die PC-Hardware herstellt. Das Problem war, du hattest nur diesen Trailer gesehen. Das heißt, er hat quasi alle diese anderen Trailer hier überschrieben, die wir jetzt quasi sehen. Und ja, da mussten wir die leider entfernen. Da hattest du noch so einen Dracula-Trailer, relativ nice. Und das Coole an diesen Trailern ist generell, dass die Zugmaschine optisch zum Trailer passt, was halt super geil ist. Ne? Aber die anderen Trailer hier, die waren alle weg. Und das war ein bisschen bitter. Doch ein bisschen, ja, langweilig und lame. Deswegen mussten wir die leider entfernen und deswegen dachte ich mir, okay, entfernst du auch mal den Look für deinen Trailer, also für deine Zugmaschine, Entschuldigung. Nicht für den Hänger, sondern für den, na, für den fetten Puma, den wir hier gerade fahren. Und dann fällt mir jetzt gerade ein, als ich das erzähle, beziehungsweise jetzt, wo ich das erzähle, fällt mir ein, Chrono, dass ich doch wieder ein Skin runterladen wollte, weißt du noch? Wo ich dann später gesagt habe, okay, macht ja nichts. Man kann dann einfach, ja, man hat dann einfach einen Skin, so gesehen, eine fette Graffiti für seine Zugmaschine und das war's. Muss ja nicht mit jedem Hänger zusammen perfekt passen, ne? Fällt mir gerade so ein. Jetzt habe ich es vergessen.
Rippen Pepperonis. Schade. Und wieso fährt diese fucking Zugmaschine vor uns so langsam? Man kann auch noch LKWs runterladen, für die, die sich fragen. Man kann einen Bus runterladen, dann kann man mit dem Bus fahren. Na, Reisebus. Also gibt es schon noch viele Möglichkeiten, wenn man das Ganze mit Mods agiert.